Das vielleicht nicht. Eine engelsgleiche Stimme hat ihr der liebe Gott aber trotzdem mit auf den Weg gegeben. Da können die Rüpelrocker von Rammstein richtig neidisch sein. Und es ist nur zu schön, dass man diese Stimme jetzt wieder öfter hören wird. Natürlich auch mit eigenen Songs. Wenn Anna R. singt, ist das einfach immer Musik in den Ohren. Heute genauso wie zu Rosenstolz-Zeiten. 20 Jahre lang stand sie mit Peter Plate in meist ausverkauften Hallen. 5 Millionen verkaufte Platten. Unendlich schöne Hits. Doch vor 4 Jahren dann haben sich die beiden Tschüss gesagt. Das Ende vom Lied. Von der Musik lassen konnten beide trotzdem nicht. Peter Plate ebenso wenig wie Anna R. Er macht es solo weiter. Sie gründete 2012 ihre neue Band Gleis 8. Weißt du, wer ich bin? Weißt du wirklich, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Wer ich wirklich bin? Aber nicht einmal 2 Jahre ist dieser Auftritt her. Und doch ist in der Band schon wieder alles anders. Denn einer fehlt inzwischen. Wir hatten einen ziemlichen Rückschlag für die Band, als tatsächlich ziemlich zeitgleich 2 unserer Bandmitglieder, Lorenz und Manne, an Krebs erkrankt sind. Wir haben eigentlich auch gedacht, dass Lorenz es schafft. Manne hat es Gott sei Dank geschafft, Lorenz hat es leider nicht geschafft. Und jetzt sind wir eben nur noch zu dritt, aber im Herzen haben wir natürlich und es wird auch immer Bandmitglied bleiben. Schwere Zeit liegt hinter euch. Ja, ja, absolut. Mhm. Tut uns leid, jetzt auch, Anna, dass es dich. Das hat mich gerade ein bisschen getroffen. Ja. Entschuldigung. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Das ist, ist ja aber irgendwie ein Teil auch von euch. Und wenn du das so sagst, er wird immer ein Bandmitglied für euch bleiben, dann sagt das ja ganz viel über euch 4 aus, was ihr gemacht habt. Es schweißt also auch schon auch zusammen, Manne, oder? Wir sind dann noch mal näher zusammengerückt. Auf jeden Fall. Das war. Also, vielen Dank. Lorenz hätte das auch unbedingt gewollt, dass wir dranbleiben. Das war sein liebstes Kind halt auch mit der Band irgendwie. Und von daher haben wir in seinem Sinne, also mussten tief durchatmen natürlich irgendwie. Ich war selber auch noch krank und haben dann nach einer Pause aber wieder neu gestartet und näher zusammengerückt und jetzt haben wir ihn im Herzen und haben wieder Spaß. Ist ja fast